Tagchen, mein Name ist Sebastian, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute geht es um Altholz. Ich war nämlich auf der Suche nach Altholz, habe da so ein bisschen im Internet recherchiert, wo ich kostenlos Altholz herkriege und musste schnell feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, zu Corona-Zeiten jedenfalls war es so. Jetzt mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus, aber ich bin auf einen ganz, ganz wichtigen, beziehungsweise auf einen Bericht gestoßen, der mir wirklich dass die ganze Sache, die ganze Materie Altholz wirklich zu denken gegeben hat. Und jetzt denkt der, was redet der denn, ne? So, ich zeige euch mal was. Ich habe jetzt hier einen alten Balken. So, das hier, das ist in meinen Augen Altholz. Altholz wird nicht nur dieser Balken bezeichnet, sondern es gibt auch Bretterware, die man im Baumarkt kaufen kann. Altholz ist auch beispielsweise eine Einwegpalette oder eine Europalette. Altholz ist alte Fachwerkbalken. Je nachdem, ihr könnt mal im Internet googeln und gucken, was ihr unter dem Begriff Altholz findet. Und Altholz ist heutzutage sehr, sehr begehrt auf dem Markt. Und zu Corona-Zeiten war es so, die Läden waren zu. Natürlich konnte man den einen oder anderen so besuchen, falls es nicht aufgefallen ist. Sollte man natürlich nicht machen, aber ist ein anderes Thema. Und der Markt im Internet, beispielsweise über Kleinanzeigen, war förmlich leergefegt. So, und dann hatte ich halt, wie gesagt, danach gesucht gehabt. Und bin auf einen Bericht gestoßen, den ich mir ausgedruckt habe und musste feststellen, dass Altholz gar nicht so gesund ist. Besser gesagt, dass wir viele, viele Dinge einfach missachten oder drüber hinwegsehen oder vielen ist es gar nicht bewusst. Von was rede ich? Also, das hier ist eine Einwegpalette. Warum Einweg, sagt ja schon der Name, die werden meistens nur einmal verwendet. Das heißt, dieses Produkt hier ist ein Abfallprodukt, das meistens beim Kunden dann zu Hause bleibt. Jede Einwegpalette oder jede Europalette, eine Europalette wird wiederverwendet. Das heißt, die ist genormt. Dementsprechend gibt es da Pfand drauf und die wird halt wiederverwendet. So ein Stempel hier, da könnt ihr beispielsweise entnehmen, wann die hergestellt worden ist und was für ein Hersteller und so ein paar Daten. Aber diese Daten hier, die kann man hier gar nicht mehr richtig lesen. So, jetzt ist es so, diese Einwegpaletten kriegt ihr meistens, ich weiß es nicht, beim Supermarkt um die Ecke, die stehen draußen rum, an jeder Straßenecke quasi. Es sei denn zu Corona-Zeiten, da war es ein bisschen schwieriger. Und das Schlimme ist jetzt, dass Leute beigehen und sich daraus Möbel bauen. Das habe ich auch gemacht. Ganz, ganz viele Möbel findet ihr bei mir. Wie ich einen Tisch gebaut habe, wie ich eine Lampe gebaut habe. Beispielsweise so ein Balken, kommen wir gleich nochmal. Und. Und das Schlimme ist halt da, dass wir gar nicht wissen, was mit so einer Palette transportiert worden ist, ob da eine Flüssigkeit ausgelaufen ist, ob die Palette behandelt ist und. Jetzt sagt ihr, ist gar nicht schlimm, ich hobel das ganze Ding. Doch, weil ihr hobelt das Ganze runter und der Feinstaub fliegt durch die Luft herum und du atmest es quasi ein. Und jetzt kommt es, das dachte ich dann nämlich auch, ich hobel doch die Palette ab, ich schleife es doch runter. Und die ganzen Schadstoffe, die du dann runternimmst, die sind in der Luft und die atmest du quasi ein. So, Punkt 1. Punkt 2, du merkst es gar nicht, dass du dir was Schädliches zufügst. Holzstaub ist ja eine Sache, aber irgendwie verunreinigter Holzstaub ist ja um hundertfach schlimmer. Und das Schlimme ist, du merkst es nicht jetzt, du merkst es auch nicht in ein, zwei Jahren, sondern du merkst es erst in 10, 20, 30, 40 Jahren. Wahrscheinlich, wenn du in Rente gehen wirst und dann kriegst du auf einmal, zack, ich habe die und die Erkrankung. Und dann haben wir natürlich den Trugschluss, komm, wir kaufen uns jetzt oder wir besorgen uns Europaletten und bauen uns aus ein Palettensofa oder eine Terrasse oder ich weiß nicht was. Ich finde die Möbel ja cool, je nachdem. Aber wenn wir jetzt mal sagen, kommen wir zerlegen so eine Palette und hobeln diese Bretter und den ganzen Aufwand, den wir haben am Ende, dann kannst du dir gleich ein Brett kaufen oder zwei. Ne? Also das wiegt es gar nicht irgendwie auf. Und dieser Look ist auch teilweise schon wieder irgendwie ausgelutscht. Wenn ihr dann mal eine Europalette gefunden habt und ihr seid der Meinung, die ist nicht beschichtet, die sieht super aus, dann legt ihr los und wollt das Ganze hobeln und ihr seid euch ziemlich sicher, dass ihr das Ganze, wirklich die ganzen Nägel entfernt habt, die ganzen Tackerklammern und. Und dann hobelt ihr einmal rüber, um das Ganze abzurichten und dann auf Dicke zu holen und dann zack, boom, habt ihr irgendwie einen Nagel vergessen, irgendwie ein Holz, was da drin ist. Kann natürlich auch in Stämmen passieren oder in Brettern in Altholz. Und dann haut ihr euch einfach dieses Messer hier kaputt, beziehungsweise ihr bricht euch ein Stück von dieser Klinge heraus und was passiert dann? Ihr könnt quasi das Hobelmesser austauschen, weil die Gewährleistung, dass ihr wirklich eine schöne, gerade ebene Fläche hobelt, habt ihr dann nicht. Dann habt ihr nämlich so eine kleine, wie soll ich es nennen?
so eine kleine Ausfräsung jedes Mal beim Brett. So, dann gibt es natürlich die Schlaufüchse jetzt. Ich kaufe mir Einweg- bzw. Europaletten in den Baumarkt. Das Ganze wird natürlich mittlerweile auch angeboten, unbehandelt natürlich. Aber da muss man sich die Frage stellen, wer gibt mir die Garantie, dass das Ganze unbehandelt ist? Vielleicht sind das Paletten aus einer großen Produktion. Ich weiß es nicht. Also das ist halt schwer abzuwägen. Und am Ende überlegt man sich das dann dreimal. Kaufe ich so eine Palette, um mir irgendwie Palettenmöbel oder irgendwas zu bauen, um den Vintage-Look zu erzielen? Es gibt heutzutage auch andere Möglichkeiten, um diesen Vintage-Look zu erzielen. Da brauchst du jetzt kein Schrottholz oder Altholz mehr nehmen, was am Ende dann ausdünstet. Also da wäre ich jetzt aktuell mit dem Wissensstand sehr, sehr vorsichtig. Es gibt natürlich auch noch Gerüstbohlen, sehr, sehr beliebt auf dem Markt. Und da ist es offensichtlich, dass die im Bau verwendet werden, dass da mal Farbe runtertropft, irgendwelche Säuren, irgendwelche Chemikalien, ich weiß es nicht, Beton, Zement und so weiter und so fort. Ja, und das Ganze, wenn du dir so eine Gerüstbohle nimmst und daraus eine Bank baust und dann ein Wohnzimmer oder ein Badezimmer stellst, wie bei uns das der Fall ist, das hier, das ist ein altes Fenster gewesen oder ein Rahmen, ist natürlich beschichtet, hier weiß, ne? Man kann das natürlich jetzt alles abholen oder runterschleifen, das Ganze wurde bestimmt öfter schon lasiert, gibt es natürlich, das ist jetzt hier Kiefer oder sowas, ist natürlich nichts Besonderes, aber das gibt es natürlich auch in Eiche und Mahagoni und ich kann euch wirklich sagen, bitte, bitte lasst die Finger davon, hobelt euch nicht ein schönes Stück Holz raus, wie gesagt, den ganzen Feinstaub, der in die Luft geht und hier sehe ich es auch schon, da ist ein Stück Metall. So, und das könnte natürlich unter anderem dann dein Hobelmesser zerstören. Ich bin mir zu 120% sicher, dass der wirklich unbehandelt ist, weil ich weiß, wo der herkommt. Aus einem alten Dachstuhl und daraus werde ich auch ein Projekt machen. So, ist natürlich schwer, wenn ihr das nicht zu 100% wisst, dann lasst bitte die Finger von, vor allem wenn ihr euch sowas in die Wohnung stellt. Ich sehe jetzt hier beispielsweise Wurmlöcher, wenn da jetzt noch Mehl rauskommt und die Würmer nicht gleich sterben, dann wisst ihr, okay, das Ganze ist auch nicht behandelt. Aber ich habe mal einen Fehler gemacht. Da habe ich damals auch nicht wirklich nachgedacht. Ich habe mir so einen Stamm besorgt, den habe ich aus dem Sägewerk und der hatte noch so ein bisschen Rinde gehabt. Das Ganze habe ich dann mit einer Bürste entfernt, habe mir ein Loch reingebohrt, einen Metallbohrer genommen, ein Stück Stahl raufgeschweißt, also so eine Stange oder ein Rohr, damit ich halt schön komplett durch den Stamm durchbohren konnte. Und daraus habe ich mir eine Standlampe gebaut. Das Video, das findest du unten in der Videobeschreibung, verlinke ich dir mal. Und kann ja wirklich tolle Sachen daraus machen. Ne? Aber, so, jetzt kommt es nämlich. Dieses Ding habe ich mir im Wohnzimmer gestellt und jeder, der kam, war wirklich begeistert, hat sich das Ganze angeschaut. Und dann, wenn du wirklich in der Wohnung lebst, dann fällt dir das auf. Mir nicht, weil ich habe eine schlechte Nase. Aber damals meine Freundin und sagte, hey, das Ding stinkt. Ich so, hä, wie das stinkt? Er sagt, ja, das stinkt ein bisschen. So. Und damals hatte ich noch nicht so wirklich Fachwissen davon. Also ich habe mir da nicht so wirklich Gedanken gemacht. Ich habe damals gesehen gehabt, dass das ganze Ding so einen Rand gehabt hat. So, und habe mir gedacht, ach komm, schleifst das Zeug runter, wird vielleicht teer sein oder irgendwas. Ne? So habe ich entfernt, gut ist. Und dann hatte ich mal ein, zwei Freunde zu Besuch und da unter anderem war jemand aus dem Sägewerk da oder in dieser Branche und der meinte mir, hey, das war ein Unterleger vom Sägewerk und nicht irgendeinem Unterleger, sondern ein Unterleger für die Druckimprägnierung. Jetzt sagst du, hä, was ist denn Druckimprägnierung? Kennen wahrscheinlich viele von euch, Druckimprägnierung oder Kesselimprägnierung ist, wenn du mal im Baumarkt gewesen warst, da siehst du so grüne Latten oder so blaue Dachlatten und blaue Bretter und sowas. Das ist einfach Kesseldruckimprägniertes Holz. Das heißt, du hast einen ganz, ganz großen Kessel, da fahren Waggons rein oder kleine Schienenwagen, wo Holz drauf ist, mit einem Spanngurt festgemacht oder je nachdem, wird reingefahren, da läuft der ganze Kessel mit Flüssigkeit voll und dann wird das Ganze unter Druck in das Holz hineingedrückt. So, und je nachdem, wie oft du das Ganze machst, umso tiefer geht das in das Holz hinein, umso resistenter ist dann dieses Holz vor, ich weiß es nicht, vor Fäule, vor Pilzen, vor, ich habe keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist das Holz geschützt. Ja, und das war unter anderem dieser Stamm, also jetzt nicht dieser, sondern damals der Stamm und total hochgiftig. Und wenn du dir jetzt auf eBay Kleinanzeigen oder im Internet Altholz suchst und da findest du so Stämme auf dem Bauhof oder beispielsweise von irgendeinem alten Haus oder einem neueren Haus oder vom alten Schuppen, ja, schön Eiche, Altholzstämme, bla bla, du weißt nie, ob diese Dinger kesseldruckimprägniert sind. Eiche recht selten, aber es gibt es. Oder du weißt halt nie, was dahinter steckt.
also, ich war sowieso noch nie ein Fan davon, aus Fensterflügeln beispielsweise sich das Holz auszuheben, auch wenn es arschteuer ist, Mahagoni beispielsweise. Ich war immer zu faul, das runterzuholen. Aber ich kann euch wirklich empfehlen, achtet, woher ihr das Holz habt und guckt bitte genau drauf. Ich werde es in Zukunft auch tun, denn ich habe vielleicht in diesem ersten Moment eine kleine Ersparnis, aber letztendlich kostet eventuell das meine Gesundheit oder eventuell ein paar Messer oder Sägeblätter, je nachdem, wenn da Nägel drin sind. Ja, und das wollen wir alle nicht, ne? Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich werde jetzt aus diesem Stamm ein richtig, richtig geiles Projekt bauen. Wenn du dabei sein möchtest, wenn du sehen willst, was ich daraus mache, dann abonniere unbedingt den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, und das Ding fliegt natürlich in die Tonne.